Apotheker und Apothekerinnen sind ja dem Grunde nach soziale Menschen. Insofern lohnt es sich, die Stimme auch einer sozialen Partei zu geben, die mit Augenmaß und mit Leidenschaft auch soziale Gerechtigkeit und gute Versorgung gewährleisten kann. Die SPD hat jetzt nicht nur über mehr als 10 Jahre bewiesen, dass sie gesundheitspolitische Kompetenz hat. Die SPD hat auch gerade mit dem ganzen Bereich der integrierten Versorgung oder der abgestimmten Versorgung einen Bereich, der ganz durch sie auf den Weg gebracht wurde. Insofern haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, wenn es darum geht, die verschiedenen Versorgungsbereiche zueinander zu bringen für eine optimale Versorgung des Patienten. Wir wollen keine Pick-up stellen. Wir halten Pick-up als für ein Ausfranzen des Versandhandels, das wir nicht haben wollen. Es ist nur leider nicht so, dass wir es einfach mal verbieten könnten. Da gibt es sehr schlagende verfassungsrechtliche Gründe. Deswegen brauchen wir eine vernünftige Regulierung an die Anforderungen, die im Bereich des Versandhandels an die Abgabestellen gestellt werden. Darüber könnten wir den Pick-up-Bereich so regulieren, dass es faktisch kein Geschäftsmodell mehr wäre. Die Bundesregierung, vertreten durch die Bundesgesundheitsministerin und somit auch die SPD, wir haben in Luxemburg und in Brüssel dafür gekämpft, dass die deutsche Apothekenregulierung so bleibt, wie sie ist. Wir stehen dazu, wir wollen weiterhin den freiberuflichen Apotheker, der nach bestem fachlichen und sachlichen Wissen seine Apotheke betreibt, und wir wollen keine Investoren oder keine Konzerne in der Kettenbildung in Deutschland. An oberster Stelle der Agenda steht selbstverständlich die Bürgerversicherung, dass wir alle nach ihrer Leistungsfähigkeit am Solidarwesen beteiligen, dass jeder seinen Beitrag entsprechend seiner Einkünfte auch erbringt, damit wir mehr Geld im System insgesamt zur Versorgung kranker und älterer Menschen haben. Und dann gehört dazu die bessere Vernetzung der verschiedenen Sektoren im Gesundheitswesen, dass wir die verschiedenen Bereiche, sei es im stationären, im ambulanten Bereich, sei es die Apotheke oder der Hilfsmittellieferanten, dass wir dort zu einer abgestimmten Versorgung kommen, um die Ineffizienzen des Systems zu beseitigen, aber auch die Versorgung des Einzelnen besser zu machen, als sie heute ist. Ja. Ulla Schmidt ist Gesundheitsministerin. Ich gehe davon aus, dass sie im Falle eines Wahlsiegs für die SPD auch Gesundheitsministerin bleibt.